So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming. Heute mal wieder ein PES 2021 Tutorial. Und zwar, wo finde ich die flexible Formation? Wie stelle ich das Ganze ein? Und wie funktioniert das nachher im Spiel? Das möchte ich euch jetzt in dem Tutorial zeigen. Und bleibt auf jeden Fall dran. Das ist nämlich sehr interessant, weil ihr, wenn ihr das Ganze editiert habt, nämlich mit einer Mannschaft mit drei unterschiedlichen Taktiken auf Knopfdruck innerhalb eines Spiels spielen könnt und auch so auf Rückstand oder auch auf eine hohe Führung reagieren könnt und das verwalten könnt etc. pp. Dazu jetzt dann aber mehr. Ich nehme jetzt einfach mal ein ganz einfaches lokales Spiel, schlage mich auf eine Seite und dann werde ich jetzt hier mal zwei Mannschaften nehmen und für meine Mannschaft will ich das natürlich erstellen. Sinnvoll wäre es, wenn ihr jetzt mit Live-Aktualisierung an ein Team nehmt, was original mit drin ist. Ansonsten müsstet ihr hier die Live-Aktualisierung auf Ausstellen. Ansonsten werden euch die Daten eines gepatchten Teams nicht im Original jetzt angezeigt. Das nur ein kleiner Hinweis. So, das seht ihr nämlich auch hier, so, den FC Bayern München nehmen wir mal. Ich habe gesagt, jetzt einfach mal gegen Schalke 04. Und da müsst ihr auf Strategie gehen. Und hier seht ihr jetzt ganz links, hier ist eine Taktik eingestellt. Und zwar das 4-2-2-2 von Hansi Flick. Mehr gibt es dazu jetzt erstmal gar nichts zu sagen. Ihr müsst bei den Unterstützungseinstellungen auf jeden Fall Standardtaktiken auf einstellen. Jetzt geht ihr mit Kreis wieder raus. Jetzt seht ihr, hier ist das eure erste Taktik. Dann habt ihr hier noch eine zweite und eine dritte. Das ist die Taktik, mit der ihr meistens spielen solltet. So würde ich es auch belassen. Dann nehmt auf die zweite von mir aus eine Defensivtaktik und auf die dritte eine benutzerdefinierte, so wie das da vorgegeben ist. Wenn ihr jetzt hier das so lasst und auf X geht, dann könnt ihr die Aufstellung hier auch ändern. Ja, also das seht ihr jetzt hier. Dabei sind euren Ideen allerhand gelassen. Was ist jetzt für euch eine defensivere Aufstellung? Das könnte theoretisch zum Beispiel schon mal eine sein, wobei die schon sehr defensiv wäre. Ich würde jetzt einfach mal hier das standardmäßige 4-2-3-1 nehmen. Das wäre jetzt hier zu finden. Dann könnt ihr auch entsprechend die Spieler auf ihre Positionen schieben, wo sie hin sollen. Das passt einfach eigentlich hier soweit. Ihr könntet jetzt sagen, so rum, das würde hier soweit vorne auch passen. Ihr könntet jetzt zum Beispiel noch sagen, okay, ich lasse ihn trotzdem als zentralen Mittelfeldspieler, weil als Defensiver ist er eben noch ein bisschen defensiver. Aber das kann man grundsätzlich auch so stehen lassen. Dann habt ihr schon mal die zweite der drei möglichen Aufstellungen editiert. Was gibt es jetzt noch Wichtiges zu zeigen? Wir nehmen jetzt noch eine dritte Aufstellung. Wie gesagt, das ist die erste standardmäßig. Jetzt haben wir eine defensive und von mir aus noch eine benutzerdefinierte. Ihr könnt auch grundsätzlich jetzt so eine Aufstellung nehmen. Jetzt möchte ich euch mal zeigen. Und ihr könntet jetzt die Position selbst editieren. Auch das ist natürlich möglich. Das heißt, ihr müsst jetzt hier nicht nach Schema F vorgehen und auch ich muss jetzt ein 4-3-3 eingeben. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass wir hinten liegen und beispielsweise eben noch schnell irgendwie ein Tor benötigen. Also versuchen wir natürlich dann doch mit Spielern weiter vorne zu spielen. Ich würde das zum Beispiel in dem Fall so machen, dass ich jetzt einen Leon Goretzka noch sehr viel offensiver spielen lassen würde. Von mir aus auch als offensiven Mittelfeldspieler, als zentralen kann man ihn stehen lassen. Dann habt ihr jetzt hier im Prinzip drei Spitzen, links außen, Mittelstürmer rechts außen oder von mir aus auch Halbstürmer. Das ist jetzt eigentlich hier Jacke wie Hose. Und dann habt ihr hier im Prinzip zwei Mittelfeldspieler, die hinter den Spitzen noch für Torgefahr sorgen. Und Josh Kimmich würde ich jetzt hier vielleicht trotzdem als Absicherung vor der Viererabwehrkette so stehen lassen. Das ist eigentlich erstmal das Wichtigste, wie das Ganze funktioniert. Ihr habt jetzt also hier drei unterschiedliche
Formationen, das nennt sich also flexible Formation. Wie gesagt, dafür müsst ihr hier die Standardtaktiken auf einstellen und dann ist das Ganze soweit schon erledigt. Ihr könnt das Ganze auch speichern, das möchte ich euch auch mal zeigen. Das können wir jetzt hier mal sehen und jetzt seht ihr auch hier bei allen drei Taktiken, welches System quasi hinterlegt ist. Das Standardsystem 4-2-2-2-2. Habe ich eine 2 zu viel genannt? Egal, das seht ihr ja, das war schon drin. Dann haben wir noch das defensive 4-2-3-1 genommen und ein benutzerdefiniertes 4-2-1-3. Das könnt ihr dann so jederzeit auch laden und das könnt ihr auch bei anderen Teams laden, wenn ihr mit denen spielt, weil ihr das ja jetzt im Prinzip mit dem FC Bayern einmal vorgespeichert habt sozusagen. Wie funktioniert das Ganze jetzt im Spiel? Wir gehen mal dafür ganz kurz rein und dann will ich euch das nur mal ganz kurz zeigen, wie man das innerhalb des Spiels umschaltet. Das funktioniert überall also genauso, egal ob ihr Meisterliga, MyClub oder auch ein normales Freundschaftsspiel oder Turnier spielt, whatever. Die Vorgehensweise ist immer die gleiche, sofern ihr fleckt diese auch auf Knopfdruck quasi spielen. Ich gehe damit jetzt mal ins Spiel und jetzt guckt mal bitte unten links bei den Bayern-Namen. Ich muss jetzt bloß den Ball mal so spielen, dass man das vielleicht auch ganz gut sieht. Ich hau ihn jetzt mal nach vorne und drücke die Taste einmal, das Steuerkreuz etwas länger nach unten und schon habe ich die defensive Aufstellung drin. Und das ist wie gesagt ein Tastendruck. Das kann ich mir natürlich jetzt nicht nehmen lassen. Jetzt, wenn der Gegner mich schon hier so einlädt zum Tore schießen, dann musste ich natürlich jetzt hier auch in meinem Tutorial mal ganz kurz ein Tor machen. Aber wenn ihr jetzt die Taste, das Steuerkreuz etwas länger nach oben drückt, kommt ihr auf das Benutzerdefinierte. Und wenn ihr das nochmal nach oben drückt, dann habt ihr wieder eure Standardtaktik. Jetzt drückt ihr einfach wieder ein bisschen länger nach unten. Ihr seht also, so könnt ihr stets und ständig zwischen den Formationen hin und her switchen. Und so könnt ihr dann entsprechend innerhalb eines Spiels, wenn ihr das denn möchtet, auf einen Spielstand reagieren. Oder es nutzt sich auch wunderbar im Online-Modus, das ist auch meine eigene Erfahrung, ob ihr im MyClub zum Beispiel online spielt oder einfach mal so Ranglisten-Online-Matches, nutzt das Ganze ruhig, denn ihr verwirrt den Gegner in den allermeisten Fällen, weil die erstmal gar nicht wirklich merken, was ihr da gerade gemacht habt. Sie werden es mit Sicherheit vielleicht sehen, aber was eure Intention denn dabei ist, das ist nicht immer klar und wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, dieses taktische Instrument auf jeden Fall zu nehmen. Ich würde es auch in jedem Modus, wo ihr seid, auch auf jeden Fall mit einer Variante oder vielleicht sogar zwei, drei Varianten speichern. Ihr habt ja gesehen, es gibt insgesamt drei Speicherplätze für eine solche Modifikation von flexiblen Formationen. Und das könnt ihr dann zu jeder beliebigen Mannschaft auch laden, mit der ihr spielt. Ja, also das ist jetzt nicht zum FC Bayern allein gespeichert, sondern das ist einfach als flexible Formation von drei Aufstellungen generell gespeichert bei PES 2021. Wie gesagt, das geht für drei mögliche Aufstellungen, A3 Varianten maximal. So, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen weitergeholfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Ich würde mich über einen netten Kommentar freuen. Ich würde mich natürlich auch über ein kostenloses Abo freuen, sodass ihr zukünftig keine Videos mehr verpasst. Unter anderem ja auch zu PES 2021, eins unserer Hauptspiele auf dem Kanal. Es gibt den Meisterliga-Modus bei uns zu sehen. Es gibt den MyClub-Modus bei uns zu sehen. Beides wird immer auch mal mit Let's Plays oder mit Livestreams fortlaufend begleitet und erfreut sich auf jeden Fall einer großen Beliebtheit. Dann gibt es auch diverse Tutorials zu MyClub, zur Meisterliga oder auch generell zu PES 2021, wie dieses beispielsweise. Und es wird in Zukunft noch jede Menge weitere Tutorial-Guides und Tipps und Tricks von uns geben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut am Ende von dem Video nochmal rein, was wir hier an entsprechenden Videos und Playlists zu PES 2021 sowohl
sowohl am Ende von dem Video verlinkt haben, als auch darunter. Unterm Video findet ihr alle Playlists, die wir zu PES 2021 auf dem Kanal haben. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage an der Stelle Ciao und Servus, euer Jens von Minga Gaming.